Herr Ober! Herr Ober! Ich sag mal, wie hieß die Kneipe hier gleich? Das ist keine Kneipe, meine Herren, das ist das Haus der Heiteren Muse. Gasthaus zur Heiteren Muse? Nein. Vielleicht hätten Sie da mal die Muse, uns ein bisschen zu bedienen hier. Hier wird Musik gemacht. Ach so, was machen wir denn da nur mal ehrlich? Gehen wir wieder oder zahlen wir die 10% Musik aufs Loch? Nein, das ist hier eine geschlossene Veranstaltung, meine Herren. Das verstehen wir schon. Das ist genau wie bei den paar Ausflugslokalen, die wir noch haben. Entweder sie sind geschlossen oder sie haben eine geschlossene Veranstaltung. Also hier muss der verantwortliche Redakteur her, das ist ja. Der verantwortliche Redakteur? Ja. Was ich die Getränkeschlepper jetzt schon für raffinierte Titel zu lesen. Guck mal, Christoph, der sieht aus wie der Wirt selber. Der Wirt? Nee, das ist der Koch. Der macht immer hier Frühstück und Gänsebraten. Ja, pass mal auf, ihr zwei, dass ich euch nicht gleich zerruppend in eine Pfanne haue. Mann, hier läuft eine Fernsehsendung. Jetzt haut mich gar nicht mehr um. Was die in solchen Sendungen schon alles in die Pfanne gehauen haben? Dann wundern Sie sich, wenn immer alles eine so ist wird. Bitte, ja, das wollen wir doch mal gleich ins rechte Licht rücken. Ne, das brauchen wir gar nicht. Das sehen wir doch, was Sie mit Ihren vielen Scheinwerfern hier für eine Menge Licht verbrauchen. Und unser eins macht, wenn er im Bett mal ein Buch liest, beim Umblättern der Nacht die Schlampe aus. Bloß im Energie zu sparen. Aber ihr zwei scheint das immer noch nicht begriffen zu haben. Euch schauen jetzt Millionen Menschen zu. Das ist wieder typisch für unsere Gastronomie. Zwei werden bedient und Millionen müssen zugucken.